die Rocky Mountains. Wir sind unterwegs in Nordamerikas großem Gebirge. Berühmt für wilde Landschaft und wilde Tiere. Große und kleine werden unseren Weg queren. In allen Lebenslagen werden wir sie zu sehen bekommen, rechts und links vom Highway. Tiere haben alle möglichen Gründe, zur Straße zu kommen, und es lässt sich viel beobachten. Vom Auto aus, wenn man mit ein bisschen Zeit und offenen Augen fährt. Wild lebende Grizzlies und wild leuchtende Herbstfarben werden wir erleben. Und sie müssen unbedingt dabei sein. Sie müssen mit uns mitkommen auf eine ungewöhnliche Reise zu Bibern und Pfeifhasen. Wir haben viele Tiere vor der Kamera entlang unserer Strecke und manche auch mitten in der Stadt. Es gibt viel zu staunen und zu schmunzeln auf unserer Fahrt im Herbst auf dem Highway durch die Rocky Mountains. Ein lautstarker Auftritt. Der Wapiti-Hirsch zieht majestätisch aus dem düsteren Tann zu seinem Brunftplatz, und das ist die Straße. Es wirkt erstaunlich auf den ersten Blick, die Wildtiere haben keine Scheu vor Autos und Straße. Aber wir sind hier im Jasper National Park in den kanadischen Rocky Mountains, und hier sind die Tiere geschützt, haben Vorfahrt, und das wissen sie auch. Ein zweiter Blick erklärt, warum die Hirsche besonders gern hierher kommen. Es ist die große, von Menschen gemachte Lichtung mit saftigen Futterpflanzen am Straßenrand. Mit Überblick und freier Sicht auf alle Hirschkühe, die der Wapiti-Chef unter Aufsicht halten muss. Das Wetter ist widerlich, leider, es regnet. Aber die Brunftlaune der Hirsche steigt bei diesem Wetter. Sie mögen es kalt. Nur unsere Laune und die der Touristen sinkt gegen Null in diesem verregneten Herbst. Hirschbrunft in kanadischer Wildnis. Schön wie ein Tierfilm im Fernsehen, wenn man nicht weiß, dass nebendran die Straße ist, von der aus naturinteressierte Reisende die Tiere hautnah erleben können. Tiere vor der Kamera am Highway durch die Rocky Mountains. Alle seine Damen hat er unter Kontrolle, der Platzhirsch. Ganz anders als das tiefe Röhren unserer europäischen Rothirsche klingt der Brunftschrei der Wapitis hoch und pfeifend. Aber er kommt an bei den Damen. Schritt für Schritt werden manche der Hirschkühe überwacht, per Funk, mit Halsbandsendern. Irgendwo beobachtet ein Wissenschaftler jede Bewegung der Herde. Sorgenvoll die Rangerin. Sie muss liebestolle Hirsche, knipswütige Touristen und ungeduldige Autofahrer auseinanderhalten. Nicht nur die Wissenschaft ist hinter der Dame mit dem Halsband her. Der Platzhirsch ist fasziniert von ihrem Duft. Der alte Eishockeyschläger mit bunten Bändern, ihr Disziplinierungsgerät, falls sich die Hirsche nicht ordentlich benehmen. Ein Rivale. Solange die zwei sich nur anbrüllen und ihren Streit nicht zwischen den Autos austragen, kommt er nicht zum Einsatz, der Hockeyschläger. Da drüben, das ist nichts Ernstes, die zwei Junghirsche sind brav, sie üben den Kampf auf einer Nebenstraße. Die Brunft der Wapiti-Hirsche wäre natürlich noch schöner zu beobachten in einem goldenen Rocky-Mountain-Herbst. Aber leider, in diesem Jahr ist hier das Wetter zu nass. Die eindrucksvolle Herbstfärbung lässt auf sich warten.
Solange die Versorgungslage gut ist, ist das dem Rothörnchen egal. Meine Güte, jetzt regt es sich aber auf. Aber so sind sie, die Rothörnchen. Besonders im Herbst, wenn die Zapfen reifen. Und jetzt regnet es Zapfen, das kleine Hörnchen im Erntefieber. Später, wenn es mehr Zeit hat, wird es die Ernte einfahren. Alle Zapfen auf einen großen Haufen stapeln als Wintervorrat. Wir nehmen Abschied von Hörnchen und Hirschen, wollen ein Stück nach Süden, den goldenen Herbst suchen und andere Tiere. Das haben wir uns vorgenommen. Vom Jasper National Park in Kanada, durch die Rockies nach Süden in die USA. Weiter durch Montana in die Nationalparke Yellowstone und Grand Teton. Und dann sehen wir mal weiter. Bilderbuchlandschaft in den Hochlagen der kanadischen Rockies. Und erste bunte Blätter. Herbstfarben. Wir sind auf dem richtigen Weg. Vollbremsung, hier ist was los. Tierfilm kann so einfach sein. Da, wo die Touristen an der Straße stehen, da grüßt das Murmeltier. Jetzt im Herbst hat ein Murmeltier nur noch eines im Kopf. Eine dicke, kuschelig, weiche Matratze für den Winterschlaf. Denn wie man sich bettet, so schläft man. Die eisgrauen Murmeltiere nehmen das ernst. In ihrer gut ausgepolsterten Höhle schlafen sie wie ein Murmeltier, verschlafen den langen kanadischen Bergwinter. Murmeltierfamilien schlafen gemeinsam in einem Bau. Das hält die Bude mollig warm. Das letzte Kleeblümchen für den kleinen Hunger zwischendurch. Ihren Wintervorrat haben die Murmeltiere ja bereits eingelagert in Form von Speck auf den Rippen. Auf Nebenwegen fahren wir durch die Berge kurz unterhalb der Waldgrenze und treffen, oh welche Freude, eines unserer Lieblingstiere. Nein, keine Maus, der kleine Kerl ist ein Hase, ein Pfeifhase. Der Pfeifhase ist nur so groß wie ein Tennisball, aber stimmlich ist er voll da. Die Königin der Rocky Mountains, die Schneeziege. In makellos weißer Robe, auf erhöhtem Podest stehend, beobachtet sie den Highway zu ihren Füßen. Schneeziegen sind Tiere der Hochgebirge Nordamerikas. Sie sind verwandt mit unseren Gämsen. In die tieferen Lagen kommen die Schneeziegen, nein, nicht zum Leute beobachten. Sie sind gekommen, um Mineralien zu schlecken. Ein Lieblingsplatz der Ziegen, seit der Straßenbau hier salzhaltige Gesteinsschichten freigelegt hat. Weit hängt die Zunge raus, die Schneeziegen hecheln. Aber nicht, weil sie unsportlich sind. Ihnen ist es einfach zu warm hier unten im Tal an diesem sonnigen Herbsttag. Highways in den Rocky Mountains sind Traumstraßen. Fernweh
Freiheit, Abenteuer. Wilde Landschaft und die Spuren fleißiger Tiere. Hier haben Biber ihre Dämme gebaut, den Straßengraben einfach ein wenig aufgestaut. Dass wir anhalten, mag der Biber nicht. Platsch, ein Warnsignal an alle Kollegen. Aber schon ist er wieder da. Entlang der Straße sind die Tiere meistens nicht mehr scheu, sind an Autos und Zuschauer gewöhnt. Der dicke Knüppel soll unter Wasser in den Wintervorrat. Aber er hat zu viel Auftrieb, lässt sich nicht am Grund des Sees verankern. Der Biber gibt auf. Er rammt die Pappel an der Wasseroberfläche in die Burg. Und das ist die beste Lösung. Die saftige Rinde frisst er gleich. Ja, das schmeckt. Man sieht's ihm an. Obwohl Rinde sein täglich Brot ist, genießt er sie noch immer. Das etwas dickere Familienmitglied hat Pause. Gemütliche Fellpflege. Jede Bauchfalte wird hingebungsvoll geputzt, gekämmt und gestriegelt. Der etwas dünnere Biber hat immer noch Hunger, holt sich ein paar Weidenzweige zum Frühstück. So ist das bei Bibern. Da sie nachtaktiv sind, frühstücken sie am Abend. Auch darin sind Biber eigen. Sie fressen nicht einfach dort, wo das Futter wächst. Nein, sie schwimmen damit an einen geschützten Platz und genießen. Am Abend ziehen die Wolken zu, am nächsten Morgen ist es auch im Tal weiß. Der Biber ist in Eile. In Nordamerika sind die Biber Inbegriff für Fleiß. Und besonders fleißig werden sie, wenn der Winter naht und ihnen noch letzte Reparaturarbeiten an der Burg einfallen. Eine große Ladung Schlamm und Stöckchen vom Teichboden hat der Biber hochgetaucht und das hätte man ihm gar nicht zugetraut. Er läuft aufrecht, nur auf zwei Beinen erklimmt er seine Burg. Die Indianer verehrten den fleißigen Biber. Kleiner brauner Bruder nannten sie ihn und sie wussten, dass die Biber dem großen Geist Manitou bei der Erschaffung der Welt geholfen haben. Die Biber tauchten unter, holten den Schlamm empor, aus dem Manitou das Land schuf. Anerkennung, ein paar Streicheleinheiten für den fleißigen Partner, dafür muss Zeit sein. Auch jetzt im Renovierungsstress. Wie etwas Kostbares trägt er sein Baumaterial auf Händen. Bei jedem Gang einen Arm voll Schlamm mit Stöckchen. So haben die Biber in Handarbeit die riesige Burg aufgebaut. Schön breit geschmiert, dichtet der Schlamm das Dach ab.
Darunter liegt das Wohnzimmer der Familie, ein sehr sicherer und für Biberverhältnisse warmer Platz, erreichbar nur durch einen Unterwassereingang. Das Dach ist dicht, die Biber sind gerüstet. Die Bergspitzen hat der Winter schon im Griff. Der Schnee bleibt liegen. Wir fahren weiter nach Süden. Immer wieder wechselt das Wetter zwischen Sonne und Wolken, Regen und Schnee. Das müssen wir nehmen, wie es kommt. Langweilig ist das Herbstwetter in den Rocky Mountains jedenfalls nicht. Ein nasser, einsamer Wanderer am Straßenrand. Der Grizzlybär sucht Fressbares, will noch einen Nachtisch, bevor er in die Winterruhe geht. Reife, süße Beeren kommen ihm da gerade recht. Immer der Straße lang. Der Seitenstreifen des Highways ist eine vom Menschen gemachte Lichtung. Für den Bären wächst hier abwechslungsreicheres Futter als im dichten Wald. Autos ist er gewöhnt, die stören ihn nicht. Und die Jagd ist von der Straße aus verboten. Der Bär fühlt sich sicher. Schön, dass man in Nordamerika die wilden Bären vom Straßenrand aus beobachten kann, ohne sie zu stören. Tatsächlich, unser Grizzly zeigt uns, wie man fachgerecht Wurzeln ausgräbt. Er ignoriert uns, verhält sich völlig ungestört. Ob die zähen Wurzeln schmecken, da sind wir überfragt. Aber gesund und nahrhaft sind sie. Denn die Pflanzen speichern in den Wurzeln Mineralien und Nährstoffe für das nächste Jahr. Lange wird der Grizzlybär nicht mehr unterwegs sein. Bald wird er sich in seine Höhle zurückziehen und dort den Winter verschlafen. Mittagszeit. Wir haben Hunger, wir fahren in eine typische kleine Ortschaft, aber aus unserer Mittagspause wird nichts. Schafe am Straßenrand. Der schöne dicke Hamburger muss erst mal warten. Wo wir auch hinschauen, überall stehen sie rum, die Bighorn-Schafe, halten den Rasen kurz, besser als jeder Rasenmäher. Aber das verblüfft, in Sachen Verkehrserziehung sind die Schafe besser als die meisten Nordamerikaner. Was treibt die Bighornschafe aber mitten in die Stadt? Eines ist sicher, hier haben sie Ruhe vor ihren beiden Erzfeinden. Wölfe trauen sich nicht hierher und Menschen dürfen hier nicht jagen. Und das mit dem Zebrastreifen, das kapiert doch jedes Schaf. Wir staunen und freuen uns über die Großzügigkeit der Nordamerikaner, die die Wildschafe in ihrem Städtchen tolerieren. Meile für Meile rollen wir weiter nach Süden auf breiten Highways, über Pässe und durch Schluchten und irgendwo über die Grenze in die USA. Oben auf den Pässen ist es schon knackig kalt. Wie filigrane Eiskristalle die Fruchtstände der Silberwurz im Wind. Thank you.
Wir haben aufs Gas gedrückt in den letzten Tagen und nun haben wir ihn endlich eingeholt, den goldenen Herbst, hier in der Nähe der Titonbergkette. Gold und Feuer im Wasser. Herbstfarben der Zitterpappeln. Indian Summer in den Rocky Mountains. Nicht die Hagebutten sind so interessant für die Touristen, es ist der Schwarzbär. Aber der Bär, er ist ein Fan von Hagebutten. Sie sind süß und nahrhaft und geben seinem Winterspeck noch den letzten Schliff. Viele Menschen auf der Straße und ein wilder Bär, der auf die andere Seite möchte. Das ist nicht so harmlos, wie es aussieht. Die Touristen wollen unbedingt das beste Foto ihres Urlaubs machen. Der Bär will seine Hagebutten. Knipswütige Touristen bringen sich in Gefahr, ohne es zu ahnen. Der Bär hat's geschafft. Aber wenn Touristen jetzt auch noch hinterherrennen, wäre das ein guter Grund für den Bären oder den Ranger, sauer zu werden. Nur gut, dass Wildtiere meist die vernünftigeren sind. Neue Leute, neuer Bär. Sehen kann man ihn aber erst beim zweiten Hinschauen. Er steckt nämlich mitten im Gebüsch und arbeitet an seiner Figur. Auweia, das kracht doch gleich. Für so einen dicken Bären ist der Busch doch nicht gebaut. Diese Zirkusnummer macht der Schwarzbär wegen der Weißdornfrüchte. Wie könnte es auch anders sein? Wie kleine süße Äpfel hängen sie im Busch, nur leider nicht in Bodennähe. Solange die vielen Zuschauer nur fotografieren und ihm nichts wegfressen, interessiert sich das Bärenmännchen nicht für sie. Er will nur seine Ruhe. Jetzt muss der Bär aber seine Richtung ändern. Ein Fototourist steht ihm ungeschickt und störend im Weg. Wieder eine Situation, vor der die Nationalpark-Ranger große Angst haben, denn sie wissen, wie schnell ein Bär mit einem Biss oder einem Tatzenschlag seinen Willen durchsetzen kann. Bloß gut,
Es ist nichts passiert. Der Klügere hat nachgegeben. Die vielen hektischen Touristen haben ihn nicht aus der Ruhe gebracht. Die dicken gelben Ohrmarken zeigen, er ist amtsbekannt. Die Ranger tauften ihn Ben Belly. Tatsächlich, er ist ein stattlicher alter Schwarzbär und sehr friedlich, wenn man ihm seine Ruhe, seinen Willen und sein Futter lässt. Rausch der Farben, Herbst in den Rocky Mountains. Und auch die Berge im Grand Teton Nationalpark zeigen sich von der schönsten Seite. Wir rollen durch die bunten Wälder, diesmal wieder nach Norden, aber nur ein kleines Stück, knapp 100 Meilen. Der Yellowstone Nationalpark ist gleich nebenan. Dort begrüßen uns die Bisons, die riesigen, eindrucksvollen Indianerbüffel. Eine ziehende Bisonherde hat etwas Gewaltiges, löst Emotionen aus. Symbol für Fernweh, Freiheit, Kraft, Indianer und den Wilden Westen. Lamar Valley im Yellowstone Nationalpark, ein guter Platz, um wilde Bisons in wilder Landschaft zu erleben. Vorsicht, nicht stören. Ja, er hat sie. Der Kojote hat sich eine Maus gefangen. So viele Zuschauer hat er selten. Nur wenn sich nichts Besseres blicken lässt, wenn kein Wolf, kein Bär da ist, wird der Kojote fotografiert. Kojoten haben in Amerika einen schlechten Ruf, gelten als feige und hinterhältig. Uns kommen sie eher pfiffig und ein bisschen verschlagen vor, auf jeden Fall irgendwie sympathisch. Nein, der Fotograf läuft nicht vor dem Kojoten weg, auch wenn es so aussieht. Er braucht mehr Abstand. Für sein Teleobjektiv ist der Kojote viel zu nah. Ein hübscher Kerl, der Kojote, der kleine Bruder des Wolfs. Intelligent, clever und immer für Überraschungen gut. Die Situation ist ihm nicht geheuer. Aber er ist der pfiffige Kojote und ihm fällt sicher etwas ein. Das große Warten, jetzt macht er es spannend, denn er ist sicher nicht stecken geblieben in der Drainageröhre unter der Straße. Schwupps. Das mögen wir an den Kojoten. Sie sind so originell und listig. Der Kojote ist vergessen, wenn Bisons zur Straße kommen. Mit Stärke und Größe Eindruck schinden, das ist die Hauptbeschäftigung der Bisonbullen in der Brunft. 800 Kilogramm Kraft setzen sich in Szene, dass der Staub aufgeht. Furchterregendes Gebrüll gehört natürlich auch dazu, zur Schau der Männlichkeit. Sie soll zur Seite gehen, die Bisonkuh. Denn die Stars der Herde sind sie, die starken Männer,
die eindrucksvollen Bisonbullen. Menschen und Tiere. Wir stehen ganz still am Rande, beobachten und staunen. Und immer wieder wundern wir uns, wie gekonnt und gutmütig die wilden Tiere solche Situationen meistern. Tödliche Waffen. Um die Wildheit und Gefährlichkeit der Bisonbullen ranken sich seit Urzeiten die wildesten Storys. Das Knattern des Motorrads, das Brüllen der Bisonbullen, Testosteron liegt in der Luft, schwingt mit in gefährlichen Jagdgeschichten. Inzwischen haben die Bisons die Straße voll im Griff. Die Touristen sind begeistert. Wo sonst in der Welt kann man wild lebenden Großtieren so hautnah gegenüberstehen wie hier im Yellowstone? Weit kommen wir nicht, bis uns der Bär stoppt. Und für so einen schönen Grizzly bremsen wir doch gerne, schauen ihm zu. Grizzly, den Namen haben diese Bären von ihrem grizzled Fell, grau gesprenkelt. Und dieser Grizzlybär setzt noch einen drauf, er hat heute sogar Schneegriesel in seinem Fell. Na prima, so wie es unser Drehbuch verlangt, kreuzt er vor uns die Straße. Gefahr, den Hirschen nicht zu nahe kommen. Einfacher gesagt als getan, wenn die Elks, die amerikanischen Wapiti-Hirsche, mitten in der Ortschaft stehen. Direkt vor den Yellowstone-Verwaltungsgebäuden in Mammoth Hot Springs treffen wir den Platzhirsch mit seinem sanftäugigen Harem. Ich bin hier der Größte, Beste und Stärkste, hat er wohl gerade seiner Umgebung mitgeteilt. Und jetzt schreitet er zur Tat. Und wir halten uns zurück mit unseren Kommentaren. Das Publikum ist beeindruckt von seiner Stimme. Die Wildlife Ranger geraten in Stress, wenn Konkurrenten auftreten. Junge Hirsche, die noch viel lernen müssen. Sie provozieren mit anzüglichem Verhalten den Platzhirsch. Nein, das kann er nicht dulden, der Alte. Jetzt hat er es kapiert, der Jungspund. Er räumt das Feld. Der Platzhirsch in Siegerpose stellt sich den Fotografen. Was für ein Job. Verkehrsregelung für Hirsche, Autos und Touristen.
Im Yellowstone-Nationalpark ist alles streng geregelt. Man hat alles im Griff. Nur nicht die ungestüme Jugend. Das kleine freche Hirschlein versucht mal wieder sein Glück. Wir verlieren endgültig den Überblick. Von allen Seiten drängen sie zusammen, die Hirsche, die Autos, die Touristen. Naturerlebnis auf amerikanisch. Die Ranger sind müde, die Zuschauer zufrieden. Noch ein paar Tage wird der Ausnahmezustand dauern, bis die Hirsche abkühlen. Nach all dem Trubel genießen wir jetzt wieder die ruhigen Landschaften der Rocky Mountains. Die heißen Quellen des Yellowstone dampfen an kalten Herbsttagen. Wir sind auf dem Weg nach Norden. Wir wollen wieder nach Kanada. Dort beginnt jetzt der Winter und Bergschafe blockieren die Straße. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Aber bis dorthin haben wir noch gut 1000 Meilen Highway vor uns. Kanada heißt uns willkommen mit einer klirrend kalten Nacht. Der nächste Morgen ist Froststau. Wir brauchen ein wenig, bis wir in die Gänge kommen. Und wenn er jetzt anspringt, unser LKW, dann steht einem Tag voller Winterabenteuer nichts mehr im Weg. Kaum sind wir richtig in Fahrt, stoppt uns schon der erste Wegelagerer, der Kojote. Ach ja, er will nur vor uns auf die andere Straßenseite. Hübsch ist er, der Kojote, in seinem dichten Winterfell. Die hat geschmeckt, die Frühstücksmaus. Bestimmt nicht jeder Tag fängt für den Kojoten so gut an. Für die Maus ist es leider dumm gelaufen. Weiter in den Norden, weiter in den Winter. Ganz zäh fließt er schon, der Athabasca River. Immer mehr Eis bildet sich und bald wird er ganz zufrieren. Dann muss die Wasseramsel flussabwärts ziehen in tiefere Lagen, wo das Wasser frei bleibt. Im schnell fließenden Wasser sucht die Wasseramsel ihr Futter. Respekt vor Strudeln und Stromschnellen hat sie nicht. Jetzt im Winter haben wir sie für uns allein, die Aussichtsplattform über den Athabasca-Fällen. Der ganze Fluss zwängt sich durch eine Felsspalte, ein tosender Schlund voller Gischt und Eiszapfen.
Weiter unten am Athabasca River, in der Nähe von Jasper, finden wir unsere Bergschafe, wie verabredet, auf dem Highway. Das ist ihr lärmender Liebling, der Schneepflug. Er streut das begehrte Salz. Genusssüchtige Bighornschafe mitten auf der Straße. Es spricht für die Kanadier, dass sie dieses Verkehrshindernis noch immer dulden, auf dem Yellowhead Highway 16, der zweitgrößten Ost-West-Verbindung Kanadas. Neben dem Salz haben die Schafe noch einen zweiten Grund, zum Highway zu kommen. Er bietet ihnen Sicherheit vor Wölfen. Die trauen sich hier in Kanada, selbst im Nationalpark, nicht an die Straße. Die Böcke können sich hier also ungestört den Weibchen widmen. Ja, die Geduld ist bewundernswert. Die Fernfahrer wollen mit ihren LKWs nach Hause, haben sicher noch 1000 Kilometer oder mehr zu fahren. Und hier müssen sie auf Schäfchen Rücksicht nehmen, die provozierend langsam vor ihren riesigen Trucks herumstolzieren. Einige Reisende freuen sich über die Abwechslung auf der langen, einsamen Strecke. Wir sind sicher, wenn wir nicht mit der Kamera anwesend sind und auch kein strenger Nationalpark-Ranger in der Nähe, dann gibt es für manches Schäfchen auch schon mal einen kräftigen Stups in den Hintern. Tiere vor der Kamera auf dem Highway durch die Rocky Mountains. Sie haben uns viel Spaß gemacht, die Bighornschafe auf der Straße. Aber jetzt sind wir erleichtert, dass sie am Straßenrand ziehen. Wir schauen ihnen noch eine Weile zu und sie uns. Der Wetterbericht sagt viel Schnee voraus für die nächsten Tage. Der Winter kommt schnell in Kanadas Bergen. Wir nehmen Abschied, aber wir werden im nächsten Jahr weiterfahren auf dem Highway durch die Rocky Mountains. Wir werden den Frühling erleben und viele originelle Tiere in lustigen Situationen.